Sie sagen, Sie wollen den Anfängen wehren und Sie haben Angst vor Radikalisierung. Herr Cetin, Sie stehen für die größte Moschee hier in Berlin, eine Moschee, die sich sehr offen zeigt. Wenn Sie das hören, die Äußerungen zum Islam, Sie sind ja hier in, Sie sind Neukölln, sind Berliner, in Neukölln geboren. Haben Sie den Eindruck, dass die Alternative für Deutschland auch zu Deutschland gehört, genau wie der Islam? Also zunächst einmal ist es bestürzend, was wir hier hören und dass dem auch so viel Plattform und Ohr geschenkt wird. Denn auch wir als Muslime, die Moscheen, die Masse an Moscheeorganisationen sehen uns auch in der Pflicht, das Grundgesetz zu verteidigen. Und zwar gibt es ganz viele Fortbildungen, ganz viele Entwicklungen in der Hinsicht, dass wir zum Beispiel die Stadtteilmütter in Neukölln fortbilden in der Richtung, das Grundgesetz ist mit der Scharia vereinbar, also mit dem Islam im Allgemeinen vereinbar. Als Muslim habe ich die Pflicht, den Grundgesetzen hier Folge zu leisten. Natürlich, da es keine Ungerechtigkeit und keine Tyrannei gibt. Die Frage ist ja, ist die Scharia als Parallelinstitution eben nicht, sozusagen? Eben nicht, denn es kommt immer darauf an, wie man die Scharia interpretiert. Die Masse an Muslimen interpretiert es so, dass sie als Teil der Gesellschaft sich sieht, solange es hier Gerechtigkeit gibt, dass die Würde geschützt ist, des Menschen, dass die Religionsfreiheit auch geschützt ist, dass die Familie geschützt ist, das Eigentum geschützt ist. Das ist laut Grundgesetz alles gegeben. Das heißt, es ist sogar teilweise mehr Scharia in Anführungsstrichen als in vielen anderen in sogenannten muslimischen Ländern, denke ich. Deswegen können wir hier voller Stolz sagen, dass in Deutschland eine Vielfalt schon gegeben ist. Und ich bin auch in Neukölln aufgewachsen und war auch mal sehr glücklich, dass ich als Muslim bezeichnet werden konnte, also mit dieser Identität auch. Und dass wir eine Moschee haben, die eine sehr schöne Kuppel mit Türmen hat, eines der schönsten Moscheen in Westeuropa. Wir würden Sie auch bitten, uns mal zu besuchen. Denn letztendlich ist es interessant, wenn wir diese Meinung hören von der AfD, dann denken wir manchmal, von wem haben Sie eigentlich diese Meinung? Von den Medien, die Sie ja eigentlich als die Lügnerpresse bezeichnen. Mhm. Und wir sehen ja auch an Teilen des Landes, wo Muslime leben, gibt es wenig Probleme. Das heißt, wir müssen mehr kommunizieren. Diese Aussagen finde ich eigentlich nicht passend zu Deutschland und auch zu unserem Grundgesetz nicht, was die AfD vertritt. Mhm. Herr Rutz, um Sie mit hier in die Diskussion zu erinnern, vielleicht können wir es einfach mal zitieren. Im Programmentwurf steht, der Islam gehört nicht zu Deutschland. In seiner Ausbreitung und in der Präsenz einer ständig wachsenden Zahl von Muslimen sieht die AfD eine große Herausforderung für unseren Staat. Ja. So sagen wir es zum Beispiel. Ja, das würde ich unterschreiben. Und zwar aus dem Grund, weil wir nicht wissen, wohin sich diese muslimische Gemeinde entwickelt. Welche Ansichten und welche Tendenzen sie sich letztlich zu eigen machen wird. Wenn das ihre Tendenzen sind, dann hätten wir kein Problem damit. Das wissen wir aber nicht. Und wir haben Anlass zur Befürchtung, dass das nicht so sein wird. Ja. Jetzt lassen Sie mich mal noch mal auf den Punkt zurückkommen, der hier erwähnt wurde. Sie sagen, Sie nehmen die Verantwortung ernst. Ja, das hört sich gut an, aber das hört sich für mich, muss ich ehrlich sagen, an wie eine schöne Sonntagsrede, wenn Sie dann im gleichen Moment oder einen Satz später alle Verantwortung von sich weisen, was den Islamismus angeht, wenn Sie sagen, es gibt keine spezifischen Probleme mit Islam, es gibt Muslime, die gegen das Gesetz verstoßen, die müssen genauso behandelt werden wie alle anderen auch. Das ist zwar richtig, aber Sie können nicht leugnen, dass es eben doch ein ganz spezifisches Problem mit dem Islam in der heutigen Zeit gibt. Das ist ein weltweites Problem. Ja? Wir sprechen, wenn wir da über Deutschland sprechen, nie nur über Deutschland, sondern immer über die gesamte globale Situation, die natürlich hier mit hereinspielt. Und da, wenn ich vielleicht noch eine Forderung in dem Zusammenhang erwähnen darf, unseres Parteiprogramms, wir wollen eben nicht, dass ausländische islamische Staaten, Saudi-Arabien und andere, hier Imame senden oder mit ihren Geldmitteln hier einwirken, um diese hier auszubilden. Ja, das ist eine Einflussnahme, da kommt etwas nach Deutschland hinein, was nach unserer Auffassung nicht nach Deutschland geht. Was wir alles machen. Wir haben in der letzten Woche... Dazu gehört aber auch, Frau Yusuf, dass wir die Gastarbeitergeneration angesprochen haben. Herr Cetin, wenn wir an Ihre eigene Biografie schauen, Ihre Eltern waren nicht so fromm wie Sie. Sie sind mit 16, 17 wirklich religiös geworden. Ihre Mutter trägt kein Kopftuch, Ihre Frau trägt ein Kopftuch. Sind Sie ein Beispiel für einen Wandel in der muslimischen Gesellschaft, wo man sagt, ja doch eben zu einer stärkeren Religiosität hin, die aber auch dann dazu führt, dass Ihre Mitbürger sich dadurch ein bisschen dass sie das fremd finden? Ich glaube, das hat schon damit was zu tun, dass sich auch die Thematik ändert. Also meine Eltern wurden nie als Muslime angesprochen. Sie wurden als Ausländer oder Gastarbeiter angesprochen. Aber Islam war bei denen nie das Thema. Aber als ich in den 90er Jahren dann in der Schule war,
war mehr und mehr Islam auch das Thema. Und da ist man auch zwischen zwei Welten. Wozu gehöre ich eigentlich? Bin ich Teil dieser Gesellschaft? Gehöre ich nur der islamischen Welt an? Und was ist da los? Ja, und bei sehr vielen Jugendlichen merken wir das heute noch stärker. Und teilweise nehmen sie den Islam als, nicht als eine religiöse Identität, sondern eher als eine Protestidentität. Das ist eine Fremdzuschreibung meistens von außen. Sie werden sozusagen immer wieder als Muslime identifiziert und müssen auch immer wieder sich rechtfertigen über Themen, die es irgendwo in der Welt sie gar nicht eigentlich betrifft. Ja. Und das führt dann zur Radikalisierung? Teilweise ja. Natürlich spielen da mehrere Faktoren eine Rolle. Kaputte Familienverhältnisse, keine Wertschätzung in der Gesellschaft, keine Zukunftsperspektiven kommen auch dazu. Da können Moscheen auch sehr viel eigentlich leisten, aber nicht nur Moscheen. Also man sieht teilweise ja Moscheen auch als Teil der Probleme, anstatt als Teil der Lösung. Aber wenn man tatsächlich mit Moscheen kooperiert, und das tut man ja jetzt mehr und mehr, dann sieht man, dass sie tatsächlich hier in der Richtung helfen können. Und sehr oft ist es auch bei meiner Frau damals eher so eine Art Protestidentität gewesen. Ich trage jetzt mein Kopftuch, damit ich als Muslimin identifiziert werde. Mittlerweile ist es natürlich bei uns dann auch in der Regel aus theologischen Gründen dann so, dass wir sagen, der Islam spielt hier für uns als Brückenfunktion vor allem eine Rolle. Wir können als Muslime uns als Teil dieser Gesellschaft fühlen. Brücke wohin? Als Teil dieser, also Brücke zu der Kultur, wo wir uns befinden, und zwar nämlich Deutschland. Also, dass wir überhaupt gar nicht so uns ausschließen, sondern als Teil dieser Gesellschaft. Also der Islam war für uns wieder die Brücke sozusagen zu der Mehrheitsgesellschaft. Und das, damit können wir sehr gut leben. Und ich hoffe, dass meine Kinder aber auch damit gut auskommen. Denn wir haben nicht vor, in die Türkei zu ziehen. Wir wollen hier auch leben und sterben. Und wir wollen, dass unsere Kinder selbstverständlich als Muslime auch angesehen und akzeptiert und auch respektiert werden. Genauso wie wir auch, wie ich auch von den Muslimen verlange, dass sie die anderen, den Atheisten, den Christen, den Juden genauso respektieren natürlich. Mhm. Ja. Also zunächst muss ich noch eine Kleinigkeit...